Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ihr merkt schon, ich sitze im Bulli, ist ein bisschen grün, weil es sind grüne Scheiben und draußen regnet es wie verrückt. Und genau aus diesem Grund möchte ich euch heute mal meine Regenausrüstung vorstellen, die ich nachher benutzen werde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Beim Long Range hat man ja oft große Stände und ist auf Truppenübungsplätzen oder anderen Plätzen und hat keine Unterstellmöglichkeiten und beim Schießen liegt man im Freien und dann wird es nass, wenn es regnet. Ja, und es regnet schon den ganzen Morgen heute und ab Mittag geht das Schießen los. Und normalerweise habe ich ja hier meine Matte, meine Schießmatte. Und die Schießmatte reicht ja aus, wenn schönes Wetter ist. Aber meistens ist kein schönes Wetter. Man kann sich das nicht aussuchen, also muss man mit dem Regen klarkommen. Das ist auch gar kein Problem, denn ich habe für solche Regentage eine ganz bestimmte Ausrüstung und die einzelnen Dinge neben der Schießmatte, die ich hier habe, stelle ich jetzt mal vor. Ich gehe die Sachen im Einzelnen mal durch, wie ich das Ganze immer aufbaue und was ich da anhabe. Das Erste, was ich benutze, ist eine Plane, die ich für den Dreck nehme. Da lege ich das Ding einfach unten hin, das wird dreckig, das schüttel ich irgendwann wieder aus. Das kostet ein Apfel und ein Ei und hält ewig. Ja, das ist eine Kunststoffplane quasi, aber fühlt sich an wie Stoff. Und das Ding hat auch Abspannösen, sodass man das bei Wind und Wetter, ja, hier sieht man die Abspannösen, so eine Ösen drin, vielleicht sieht man das ein bisschen. Und hier sind so eine angenähten Abspannbänder, da kann man so reinfassen und das Ding ist wirklich unzerstörbar. Ich habe das schon ewig und hier sieht man das und kann mich da nicht beklagen. Gibt es auch in anderen schicken Farben, aber in Erddreckbraun war das bisher immer am besten. Man kann das ganze Ding auch als Tarp benutzen, wenn man ein ganz preiswertes Tarp haben möchte. Es funktioniert genauso. Die ist schön groß. Ich verlinke das ganze Zeug wieder, ist ganz klar. Das kommt also als unterste Ebene. Darüber kommt meine Schießmatte. Die habe ich mir selber gebaut. Ein Video dazu habe ich schon gemacht. Verlinke ich mal hier. Was habe ich dann? Oben drüber brauche ich wieder ein Tarp, weil der Regen kommt ja von oben. Ich habe unten also die Plane, dann meine Schießmatte und oben drüber brauche ich ein Tarp. Und da nehme ich hier mein Hennessy. Das Ding heißt Hexfly. Ja, das ist ein bisschen unsymmetrisch geschnitten, also symmetrisch schon, aber so als Sechseck. Und das kann man super aufbauen. Dazu braucht man, ich habe da übrigens auch schon ein Video einzeln zu gemacht, dazu braucht man solche Stangen. Ja, die sind schön kurz. Ich brauche die nämlich auch in kurz. Falls ich irgendwas sehr tief abspannen möchte, geht das nur mit solchen Stangen. Die meisten anderen sind halt so lang, da kann ich die nicht gebrauchen. Ich habe die schon 20 Jahre hier, die sind wirklich 20 Jahre alt und die funktionieren immer noch. Die muss man ab und zu mal reinigen und dann funktioniert das auch. Also habe ich immer drei solche Stangen mit und natürlich muss das Ganze befestigt werden. Ich habe hier so einen kleinen Beutel und da sind ein paar lustige Sachen drin, zum Beispiel ordentliche Heringe, das sind Edelstahlheringe, die sind also nicht aus Alu. Und die können also eine ganze Menge ab. Davon habe ich immer so einen Sack voll mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Müsste reichen. Und meine Schnüre. Die Schnüre habe ich immer alle schön zusammengebunden. Unterschiedliche Farben, ist ja egal. Und diese Schnüre haben einen kleinen Abspanner drin, um zu spannen. Braucht man ja immer. Na, schwarz habe ich auch noch. Und nochmal ein paar Ersatzheringe, falls das nicht ausreicht, und zwar mit Schnur, mit allem drum und dran. Zwei verschiedenfarbige Schnüre, gehört wahrscheinlich nicht da rein. Jedenfalls die weißen gehören da rein und hier sind nochmal Alu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alu-Heringe als Ersatzhering, weil das so schön klein ist. In dieser Tüte habe ich mal irgendwo gekauft, keine Ahnung, gucke ich genau drauf, verlinke ich euch auch. Also ist schön klein, schön schmal, falls irgendwann mal irgendwas fehlt von meinen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habe ich bloß. Von meinen 8 Heringen. Und ich glaube, so viele Schnüre habe ich gar nicht. Ich habe bloß 4. Scheint wohl zu reichen. Naja, ich würde lieber für jeden Hering eine Schnur mitnehmen. Aber manchmal stecke ich halt das Tarp selber. Achso, hier in dem Tarp habe ich noch ein paar Schnüre drin. Fällt mir gerade ein. So, dass man für jeden Hering auch eine Schnur hat. Sonst funktioniert das natürlich nicht. Ja, das ist dieser kleine Beutel.
und da habe ich also die notwendigen Schnüre und Heringe drinne. Ja, und das ist also mein Dach. Ja, das Ganze hier, das ist die Ausrüstung für mein Dach, mein Tarp. Jetzt habe ich also eine Unterlage, da liegt die Schießmatte drauf, ich habe ein Dach. Da kann schon nicht mehr viel passieren, aber ich muss ja vielleicht nach vorne rennen, ich muss irgendwas aufbauen und so weiter. Und da braucht man eine vernünftige Klamotte. Da habe ich zwei Sachen. Das sind beides Beutel, die da nicht zugehören. Die sind von Carinthia, glaube ich, die Beutel von meinen anderen Klamotten. Hier habe ich einmal eine Jacke drin. Da geht jede gute Gore-Tex-Jacke. Die muss ein bisschen größer sein, weil man die über die anderen Klamotten ziehen kann. Da ist eine vernünftige Kapuze dran. Das Ganze ist schön einstellbar. Ich habe die Jacke auch schon mal vorgestellt. Das ist eine Arc'teryx Alpha LT. Und die ist bei mir auch schon ewig im Einsatz und funktioniert hervorragend. Das ist für oben. Und für unten habe ich ebenfalls eine Gore-Tex-Hose. Und zwar eine, die ein bisschen höher geschnitten ist. Und die hat auch... Ach, komm raus hier. Da. Ja, die hat zusätzlich noch Verstärkungen. Ich mache die mal auf. Das ist eine schöne Gore-Tex. Die ist ein bisschen fester vom Stoff. Hat auch Taschen außen. Und Reißverschlüsse. Natürlich, das, was man hier reinsteckt, außen wird nass, ganz klar. Und hat hier oben nochmal etwas festeren Stoff, breite Gürtel, aber auch Hosenträger drin, die ich auch mal benutze. Ja, diese Hosenträger sind Gold wert. Rutscht nicht runter, braucht man nicht so festschnüren. Ganz wichtig, hier unten ist noch so ein Zug, wo man das alles festmachen kann am Schuh, sodass es nicht hochrutscht und dann das reinläuft von hinten, falls man die Beine draußen liegen. Und das ist alles super gearbeitet. Hier unten ist noch eine Tasche. Warum auch immer. Naja, jedenfalls. Achso, hier vorne in den Knien sind noch kleine, ja, wie heißt das, so eine kleinen Schutzpolster dran. Also ich habe zwar die unter der Hose, aber das ist auch ganz nett und das ist ein bisschen verstärkt, das Ganze. Also die Hose finde ich super gelungen. Ist leider nicht so billig. Ich glaube, das ist eine Arc'teryx auch. Und ja. Und die habe ich mir mal gegönnt und die hält dann auch ewig. Zur Not kann man sowas ja auch reparieren. Das ziehe ich also als Hose an. Muss über eure große Schießhose passen, die ihr vielleicht anhabt. Also meistens ja eine Outdoor- oder eine Einsatzhose. Und die passt bei mir super drüber. Ich habe also dann nochmal Gore-Tex. Natürlich habe ich auch noch die passenden Schuhe. Die müssen wasserdicht sein. Und da benutze ich immer Hikeschuhe oder Salomon oder Meindl. Die Meindl sind aber Leder, ziehe ich eher so zum Wandern an. Und die Hikes ziehe ich zum Schießen an. Die sind mit einer Gore-Tex-Membran, funktioniert auch, sind aber schon älter jetzt, haben also eine Weile gehalten. Und ich habe mir dann noch Salomon gegönnt, die Quest, die zeige ich nochmal in einem anderen Video. Ich muss die mal suchen, wo ich die hier habe. So, die Schuhe habe ich auch gefunden. Das sind meine Salomon. Die sind ein bisschen höher, weil wenn man im Modder rumläuft und direkt beim Schießplatz jetzt, dann sind diese halben kleinen Dinger zu nichts zu gebrauchen. Also dann kommt der Dreck rein. Die haben auch eine Gore-Tex-Membran und sind halt für den ja, Sommer, Frühjahr, Herbst gut geeignet. Das ist meine ganze Regenausrüstung. Ihr werdet die noch ein bisschen sehen im Einsatz und ja, immer wieder darauf stoßen. Jetzt habe ich die mal vorgestellt und damit komme ich gut zurecht. Damit habe ich schon richtig dolle Regentage überlebt auf dem Schießplatz und bin trocken geblieben. Und viele andere Leute sind abgehauen, weil sie durchnässt waren und das Schießen dann auch überhaupt keinen Spaß mehr macht. Das ist ganz klar. Die Waffe muss natürlich das ganze Wasser abkönnen. Deswegen würde ich, wenn ich weiß, es geht in den Regen, ein bisschen mehr Öl drauf machen. Also von außen jetzt nicht ins System oder so. Und dann hält die Waffe auch durch. Die kann man hinterher wieder putzen. Überhaupt kein Problem. Natürlich müssen auch die anderen Ausrüstungsgegenstände wasserdicht sein, das ist immer ganz wichtig. Deswegen benutze ich nur wasserdichte Sachen. Ich blende hier mal einen kleinen Kasten ein, wo man sieht, was ich alles mit habe. Und alle diese Dinge sind wasserdicht. Ja, bis auf meine Kamera leider. Das ist immer ein bisschen schwierig. Da benutze ich dann eine GoPro, wenn ich dann draußen im Regen filme, weil die normale Kamera säuft dann irgendwann ab. Die kann so einen Dauerregen nicht ab.
Vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder heute zum Thema Regen. Was kann ich da machen? Und falls dir das kleine Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch, das würde ich sehr freuen. Und falls ihr kein Video verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Vergesst die Glocke nicht zu drücken, dann werdet ihr auch informiert. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.